Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir den Universalschlüssel von Martha bekommen, die leider ihr Leben geben musste. Aufgrund von Sir Leopold, oder besser gesagt Rapthorn. Und ja, mit Hilfe des Universalschlüssels wollen wir uns jetzt erstmal ein paar Kisten holen. Wollen wir natürlich erstmal eine heilige Schutzaura, denn ich muss auch zum Elsternnest. So, halt auf Seite 3, genau. Denn da ist ja unten noch der Käfig, sage ich jetzt mal, und den können wir jetzt auch öffnen. Also erst einmal geschwind dahin. So, zum Glück ist das Krähennest nicht allzu weit entfernt. Sollten wir also schnell hinkommen. Und ich weiß auch schon, wo die ganzen anderen Kisten sind. Wie ich gesagt habe, nur eine hatte ich vergessen. Und zwar im Kramladen von Arcadia. Da ist ja auch noch ein Gitter gewesen. So. Erstmal sind wir hier jetzt bei der roten Elster angekommen. Wunderbar. Und wir haben immer noch hier... konnten wir immer noch irgendwas kaufen, was wir niemanden ausrüsten konnten. Rote Elster? Hä? Warum sitzt sie da nicht? Wo ist die rote... Okay. Naja, dann machen wir halt mal die Kisten auf, ohne dass sie da ist. Flinkheitssamen. Oh, das ist geil. Ein Strumpfband. Oh, sexy. Nochmal eine Mini-Medaille. Schön. Mini-Medaillen können wir immer gebrauchen. Ah, da ist sie, die Stachelpeitsche. Schön. So. Den Flinkheitssamen, den gebe ich mal Jengis, damit der ein bisschen schneller ist. Okay. Wo ist die rote Elster? Komisch. Normalerweise sitzt sie da weiter in ihrem Stuhl. Aber auch ihr Wächter ist weg. Hi. Ach, das ist aber dumm. Ihr seid so weit gereist und die rote Elster ist nicht da. Sie ist geschäftlich unterwegs. Sie hat davon gesprochen, dass sie nach irgendeinem Piratenschatz suchen wollte. Captain Kringel oder so? Nein, nein, nein. Captain Kralles Schatz vielleicht? Ja, wie auch immer. Sie ist mit ihrem Schiff weg und hat eine Menge Vorräte mitgenommen. Also wird sie wohl so bald nicht wieder zurückkommen. Okay. Das kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich an vieles vom Spiel nicht mehr erinnern, muss ich sagen. So, wo geht es denn jetzt weiter? Das haben wir. Schloss Trodane. Gibt es noch was? Prinzessin Mini Schloss gehe ich erst zum Schluss hin, denn wir werden ja noch ein paar Mini-Medaillen finden und dann können wir ihr die gleich mit abgeben. So, die Schutzaura müsste auch noch eine kurze Zeit lang wirken. Ich glaube, da bin ich aber schneller unterwegs, wenn ich so reingehe, wenn ich mich nicht irre. Okay. Wo war das jetzt? Ich glaube... Hier rechts durch die Tür und dann da drüben... Hier durch? Ja, genau. Schön. Dann nehmen wir uns hier die Kisten auch gleich mal mit.
Ein Magiesamen, sexy. Den nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und Yupressil Tau ist auch was Gutes. Ein rostiges Schwert, das ist sehr gut. Und eine Mini-Medaille, schön. Ja, rostiges Schwert, eine der schlechtesten Waffen im gesamten Spiel. Wenn nicht sogar die schlechteste, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr... Nee, die schlechteste ist es nicht. Auf jeden Fall ist es eine schwache Waffe. Braucht man aber, um eine der stärksten Waffen für den Helden herzustellen. Wenn ich mich nicht irre, sogar die zweitstärkste. Das Flüssig-Metallschwert. So, Schloss Trotain, genau. Argonia muss ich noch hin. Und dann muss ich danach noch nach Arcadia. Und zur Prinzessin Mini. Seht's gerade, der Part ist auch schon längst überfällig. Wobei, was heißt denn, der Part ist längst überfällig? Ich habe den Part gerade eben begonnen. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu resetten. Oder? Muss ich jetzt wirklich nachschauen? Das ist echt kacke. Muss ich jetzt wirklich nachschauen? Nee. Nee, das passt schon. Das passt schon. Ansonsten, ich krieg das schon hin. Ich habe doch einen neuen Part angefangen, oder? Habe ich einen neuen Part angefangen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich sage es einfach mal ja. So, und wenn ich mich nicht... Ach, wir müssen ja tagsüber. Wir müssen ja tagsüber hin, da war ja was. Die Burg hat ja nur tagsüber geöffnet. Also müssen wir mal kurz schlafen. Können wir eigentlich... Ja, können wir eigentlich nicht gebrauchen, aber... Dann schlafen wir halt mal. Aber wenn es gerade Nacht ist, will ich mal kurz was ausprobieren und es wird Tag. Hat sich erledigt. Ich wollte kurz was ausprobieren, ob das jetzt halt schon geht. Denn hier in Arcadia, in Argonia, gibt es eine Sidequest. Und ich weiß nicht, wann die getriggert wird, wann man die machen kann. Aber ich glaube, die konnte man nur nachts auslösen. So, ist jetzt die Tür offen? Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Jetzt muss ich halt erst einmal rausfinden, wo die Kisten sind. So. Aha. Nee, 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 nee. Ja gut, jetzt komme ich ja wieder hier in die Haupthalle. War das nicht hier irgendwo? Hm. Also ich weiß, dass das im Erdgeschoss war. Vielleicht musste ich einen anderen Weg nehmen. Gibt es einen anderen Weg in die Burg? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ähm.
Ja gut, den einen Weg, den da habe ich ja genommen. Durch den bin ich ja rein. Aber es... Nee, es gibt ja auch keinen anderen Eingang. War das nicht hier irgendwo? Aber laut Karte ist hier ja auch nichts. Gehen wir mal die Treppen nach oben. Argonia. Ich hab schon wieder Arcadia gesagt. Ich verwechsel Argonia und Arcadia sehr gerne. Na, hier aber geht's... Ah, hier drüben geht's runter. Ja, das ist aber... Ja, das ist ja die, wo ich gekommen bin. Ich muss mal nachschauen. Ich muss nachschauen, wo, hier in Argonia jetzt hat diese Kisten waren. Ich hab's jetzt gerade echt nicht im Kopf. Ich müsste noch mal kurz nachschauen. Das mache ich jetzt auch ganz kurz. Bis gleich. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß wieder wie. Also ja, die Kisten sind im Erdgeschoss, aber der Zugang ist im Westflügel. Und zwar im zweiten Stock. Zweiter Stock West. Alter, ich gehe ja gerade zum Ostflügel. Ich gehe ja gerade zum Ostflügel, fällt mir auf. Der Westflügel ist ja hier drüben. Also, wäre ich hier schon richtig gewesen? Okay. So. Zweiter Stock Westflügel. Nee, hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Und dann hier so rum. War das nicht hier, wo sich Prinz Chummels eingesperrt hatte? Genau. So, und jetzt müsste da draußen ein Wassergraben sein. Und hier ist ein Wassergraben. Und zwar so... Und durch diese Treppe müsste ich jetzt hinkommen. So, schauen wir doch mal. Und das sieht gut aus. Ja. Okay. Ein Schädelring, okay. Eine Mondaxt. Sexy. Und nochmal eine Mini-Medaille. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was macht denn der Schädelring? Ja, das ist so ein böser Ring. Oh, genau. Mondaxt. So. Die ist schlechter als eine Königsaxt? Wow. Ernsthaft jetzt? Alter, die ist schlechter als die Waffe, die ich vorher gekauft habe. Oh boy. Ich habe jetzt gemeint, die ist besser. Das wäre jetzt cool gewesen. Damit Jengis so ein bisschen aufs Maul hauen kann, ne? Muss ich mich auch mal ein bisschen beeilen. Der Part ist ja auch schon fast wieder vorbei. So, kann ich mich jetzt eigentlich hier draußen teleportieren? Und zwar möchte ich gleich nach Arcadia. Ja, kann ich. Schön. Denn hier gibt es im Krämerladen noch ein paar... Kisten. Hinter dem Gitter. Da erinnere ich mich noch dran. Gehen wir mal hier kurz hoch. Krämerladen. Laut Karte bist du das hier. Genau. Ja, und da ist ja das Gitter auch schon direkt vor uns. Jetzt können wir da einfach so... Zack, einfach reingehen. Schön. Nochmal eine Mini-Medaille. Sehr schön. Ja, wir finden einige Mini-Medaillen. Ein Titangürtel. Und ein Magiesam. Schön. Können wir gleich mal benutzen. Da haben wir jetzt nämlich zwei von.
erhöhen die MP. Einmal Jessica und einmal Angelo. Okay. Sonst ist nichts mehr drin? Ne, sonst ist nichts mehr drin. Okay. Dann können wir jetzt zum Ende des Parts noch kurz in das Schloss von Prinzessin Minnie. Das ist unsere letzte Anlaufstelle. Da. Denn da gibt es auch noch ein paar Kisten. Das wäre jetzt so ironisch, wenn da drin Mini-Medaillen wären. Oh, ja, da drüben gleich. Schauen wir doch mal, was haben wir denn da alles drinnen? Eine Zwiespaltklinge, okay. Die war, glaube ich, sogar ziemlich gut. Oh, ein Stärkesamen, geil. Aus der Zwiespaltklinge könnte man was Übergeiles machen. Ernsthaft jetzt, es ist im Schloss von Prinzessin Minnie, die Mini-Medaillen sucht, eine Mini-Medaille eingesperrt. Wow. Wow. Und ein Lebenssamen. Schön. Wow. Lebenssamen, den gebe ich nochmal Jessica. Den Stärkesamen, den gebe ich mal Spike. So, wie ist denn die Zwiespaltklinge? Ja, die ist sogar jetzt schon stärker. Aber die rüste ich jetzt mal noch nicht aus, weil ich noch nachschauen will, ob ich die jetzt schon verbessern kann. So, hallo Prinzessin Minnie. Ein Goldklumpen, geil. Oh, und für 60 auch gleich. Oh, die Meteormaschine, geil. Bei 68 werden wir euch ein Wunderschwert überreichen. Also 7 Mini-Medaillen brauche ich noch. Okay. Meteor, Flinkheit plus 50. Alter, ist das geil. Kann man richtig geiles Zeug mitmachen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal werden wir uns dann auf die Suche nach Leopold machen und mal schauen. Vielleicht kann ich ja die Zwiespaltklinge jetzt schon verbessern, ich weiß es nicht, aber das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Also gut Leute, das war dem Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.